Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Tom Clancy's Hawks 2. Ich begrüße ganz herzlich Matthias aka Rambo 1337 aka The Dark Gaming. Hallo. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, und wir fahren jetzt mit den Missionen fort hier in Hawks 2. Ich knall dich ab dieses Mal, ich verspreche es dir. Warum? Friendly Fire oder so, keine Ahnung. Was habe ich dir gesagt? Noch nix, keine Ahnung. Du hattest letztes Mal mehr Abschüsse als ich, so wie immer halt. Super, ja, bestraf mich dafür. Nein. Operation Festung, 3 Tage später. Wahnsinn. Gern wäre ich einer von denen. Der Luftschlag auf hat bereits deutliche Auswirkungen auf die Operation der Rebellen. Der Verlust mehrerer hochrangiger Anführer und die Unterbrechung ihres Waffennachschubs haben die Offensive zum Stillstand gebracht. Der Geheimdienst hat unsere Daten aus Afrika überprüft. Stimmanalysen bestätigen, dass der oberste Anführer der Rebellengruppen Mansur Hafiz ist. Reicher Finanzier mit Geschäftspartnern in Russland und Nahost. Hafiz ist uns in Afrika durch die Lappen gegangen. Vor 48 Stunden tauchte er in Burj Al Nasser auf, eine entlegene Gebirgsstadt und Stützpunkt der Rebellen. CENTCOM will die Stadt in einer groß angelegten Operation einnehmen und zunächst per Luftschlag ihren Flughafen sichern. Sie werden in der Startphase den Angriff aus der Luft unterstützen. Um den Feind zu überraschen, müssen sie sich der Stadt von Süden durch eine enge, gewundene Schlucht nähern. Okay. Ach, wir fliegen schon, na super, ich schreibe noch SMS. Ah. Ja, wegen der Dienstagaufnahme. Ja. What? Also für DirectX 11 sieht mir die Landschaft genauso aus wie die Voxel-Landschaften vor 20 Jahren. Ja, oder wie DirectX 9, also. Das waren die Täuschkörper, ah, da ist die Kamera. Wobei dieses Flugzeug ist so hässlich, da fliege ich glaube mit Ansicht. Oh, ich habe jetzt aus Versehen dreimal auf F gedrückt. F sind die Täuschkörper oder was? Ja. Ja, schön. Ich spiele damit mit Flightstick, ich habe da. Ja, und es ist ziemlich lang her, die letzte Hawks-Aufnahme. Ja, wir dachten eigentlich, dass wir es relativ schnell fertig kriegen und dann kam halt bei dir ein bisschen Stress dazu und dann hatte ich keine Zeit und dann war es halt. Das erinnert mich gerade an die eine Mission aus Star Wars Rogue Squadron, wo du auf Tatooine rumfliegst. Die Wompraten abknallst. Geil. Wenn ich dich mal besuchen komme, nehme ich das auch mit. Das müssen wir unbedingt mal zocken. Ja, auf jeden Fall. Hier Firebird Leader. Luftunterstützung ist auf Position. Die Kampfdrohnen können den Angriff jetzt starten. Bin voll aus dem Dings geflogen. Und das stört keine Sau. Merkt das schon. Perfekt, Firebird Leader. Die Rebellen waren völlig unvorbereitet. Beginnen Angriff auf den Flughafen. Bereithalten. Gut gemacht. Was mir aufgefallen ist, während des Anschauens der letzten Aufnahmen, dass wir herzlich wenig gesprochen haben generell. Das liegt aber auch daran, dass man während Hawks eben herzlich wenig reden kann. Man sich relativ viel aufs Fliegen konzentrieren muss. Ja. Ich bin gerade total, also. Jetzt bin ich gerade wirklich schlecht. Wirklich beherrschen, nicht zu sterben. Ja. Tada. Bodenziele mit Drohne erledigen. Woher soll ich eine Drohne nehmen? Ich habe Zielsuche. Mit V und B eine Drohne auswählen und sie mit Space einsetzen. Na super, was mache ich am Flightstick, hä? Ach, das kann ich mit links und rechts hier am Stick machen, okay. Hier kann ich die einsetzen.
nicht. Ich habe nicht geringsten Plan, wie ich die einsetzen soll. Ach, dann klatsch mal auf Space. Aber ich. Tada. Du hast schon minus 1, das wollte ich mal gesagt haben. Ui, 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 ui. Jetzt starten die Gegner schon Flieger. Die kriegen. Sehr gut. Das sind doch dieselben Modelle wie die, die wir haben. Sich nördlich des Flughafens. Was machen wir? Das sind nix. Ah, das sind Firebirds. Ach, da. Ensalada Vista. Um die Drohnensache, ne? Passt. Finde ich super. Weil wir nur eine begrenzte Zeit dafür haben, wie ich gerade sehe. Der ging direkt ins Ziel. Die Rebellen ziehen sich zurück. Ich orte mehr Banditen aus Richtung Norden. Ich finde es auch toll, dass die Amerikaner immer alle Gegner mit Banditen bezeichnen. Ja. Wilder Westen Deluxe. Kann es ausgewichen? Nein. Was ich übrigens auch richtig cool finde, dass obwohl ich mit der Drohne die Gegner abschieße, dafür auch keinen Kill krieg. Ich wollte gerade fragen, ob du für die eigentlich keinen Kill kriegst oder so, weil. Sie haben ihn, der ist weg. 1-5 hinter ihnen! Also du musst jetzt die Dings nehmen, ich habe keine Drohnen mehr. Okay. Ich kann die aber nicht mal ausbilden, von daher. Oh. War ein Problem. Oh, ich habe noch ein paar Raketen und SMG ist auch noch ziemlich voll. Kriegen wir schon hin. Oder man kann nur zu bestimmten Zeitpunkten ausbilden, das kannst du auch haben. Weil das aktuelle Ziel, das mir angezeigt ist, zerstören sie alle Jäger. Das dritte Flugzeug, was ich mir MG abschieße. Respekt.
Ach, jetzt habe ich wieder eine Drohne, das müsstest du auch eine haben. Ja. Hast du die jetzt ausgewählt oder was? Ja. Ach, nur immer einer oder was? Ja. Oh, das tut mir leid. Kannst ja, macht ja nichts. Macht ja nichts, ich bin ja nicht böse. Solange du mich nicht abknallst. 24 Sekunden für alle Gegner. Ist doch die überhaupt nicht übertrieben, oder? Ne. Weil ich keine Raketen mehr habe. Musst du noch mal gucken, ob du noch mal kannst. Boss, wir kriegen noch mehr Probleme. Nein, ich kann nichts auswählen. Oh, verdammt, abgestürzt. Ja, die Raketenbatterie, auf die ich gerade geschossen habe. Die hat sich ein bisschen gewehrt. ...30% nur noch, oh oh. Das sieht wieder noch ein bisschen knackig aus, oder? Wie viel hält die verdammte Artillerie denn noch aus? Sagst. Firebird, hier fahren. Jawohl, ich hab's zerstört. Guter Schuss. Gut. Wenn Sie nicht bald Luftunterstützung bekommen, müssen Sie sich zurückziehen. 80%. Scheiße. Annähern und Feuer eröffnen. Vorsicht, Hunter, diese Typen sind gut. Nur nicht einhängen lassen. Zu nah, ja, hab mich doch gern. Das artet gerade echt in Arbeit aus. Ja. Firebird, hier Fastball. Die Sturmtruppe hat zu große Verluste, um die Mission fortzusetzen. Wir müssen uns zurückziehen. Ja. Letzter Checkpoint. Wo der Checkpoint ist. Da, wo wir gerade noch 5% auf der Sturmtruppe waren. 20%, ja. Geil. Vorsicht, Hunter, diese Typen sind gut. Nur nicht einengen lassen. Wir haben eine Lücke. Wegbrechen und Ziel für Drohnen markieren. Ich habe die Drohne ausgewählt, aber ich kann sie. Na, du hast sie aktiviert, verdammt. Schneller. Ich kann nicht feuern. Was denn? Bild du mal aus. Okay, hab sie. Ja, ich kann feuern, aber. Achtung! Mehr Banditen nähern sich auf 355! Ziel gescheitert.
Trefft überhaupt nichts, das kann's knicken.